Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte vor ein paar Wochen oder Monaten sogar gesagt, dass ich keine Challenge mehr machen werde. Ich habe mich nochmal umentschieden, ich werde doch noch eine machen für dieses Jahr, weil ich bin neulich meine Schminksammlung durchgegangen und habe halt festgestellt, dass ich so 1, 2, 3, 5, 8 Produkte habe, wo ja doch schon ein Hit the Pan drin ist oder wo auch einfach nicht mehr viel dran ist oder nicht mehr viel drin. Und ja, die Produkte möchte ich jetzt ganz gerne noch aufbrauchen bis Ende des Jahres. Das heißt, die Challenge startet heute. Heute ist der 17.09. Wir haben es jetzt 20.10 Uhr ungefähr. Ich werde gucken, dass das Video jetzt nicht so lange geht, dass ich es heute Abend noch hochladen kann, damit ihr es dann spätestens morgen am 18. seht oder halt heute noch. Ja, die Challenge, wie gesagt, geht vom 17.09. bis 17.12.2016. Ja, es sind bei mir einige Produkte da zusammengekommen. Ich mache die Challenge nicht alleine. Ich habe meine liebe Sinni gefragt, ob sie nochmal Lust hätte und sie hat ja gesagt. Und deswegen wird sie, ich glaube, morgen das Video drehen, weil sie es heute auch nicht mehr geschafft hat. Und dann das eben auch ganz schnell hochladen, sofern ihr Video online ist, verlinke ich euch das Video unten in die Infobox. Ich verlinke jetzt aber schon mal ihren Kanal, dass ihr einfach schon mal bei ihr vorbeischauen könnt. Ja, für die anderen, wer vielleicht noch Lust hat, sich uns anzuschließen, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Dann würde ich euch einfach bitten, mir irgendwie eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich verlinke euch meinen Instagram-Account einmal unten in die Infobox und dann könnt ihr gerne ja, mir dort eine Nachricht schreiben. Habt ihr einen YouTube-Kanal, dann verlinke ich den gerne, wenn ihr das wollt, unter diesem Video. Und dann, ja, für die anderen, ihr werdet ja dann sehen, ob die Liste da unter, also in der Infobox, sehr kurz ist, weil da einfach nur Sinnis Kanal und das Video drin steht und mein Instagram-Kanal, Instagram-Account, oh Gott, oder ob, ja, das so eine endlange Liste wird. Okay, dann fangen wir an. Ich habe mich schon bewaffnet. Ich habe hier schon meine feuchten Abschminktücher. Jetzt zeige ich euch die Kiste. Das ist die Kiste. Also es sind 1, 2, 3 Produkte drin, hatte ich ja gesagt. Und geht los. Ja, dann beginnen wir einfach. Die kennt ihr schon, die Palette. Die ist aus meiner anderen Aufbrauch-Challenge gewesen. Ich habe jetzt aber hier ja in diesem Petrolfarbenen schon ein Hit the Pan drin. Und die möchte ich gerne aufbrauchen. Also nur diese Petrolfarbe. Ja, ich kann euch die gerne nochmal swatchen. So sieht sie aus. Also es ist wirklich so eine Bam-Farbe. Ich habe damit auch einen Amu geschminkt. Müsst ihr mal gucken. Let's Schmink and Talk Petrolfarbener Lidstrich, glaube ich, heißt das. Wer es nicht gesehen hat, schaut einfach mal hier euch ein bisschen um und dann guckt da mal. Ja, das ist die Farbe. Ist eigentlich eher eine Sommerfarbe, aber ich trage sowas ja auch in anderen Jahreszeiten. Die Palette ist Essence Sun Club, der obere Teil ist da schon ab und das ist die Farbe 01 South Beach. Genau. Die wird es aber auch so nicht mehr geben. Die ist schon ein paar Tage älter. So, dann kommen wir wieder zu der Colorstar Palette. Die kennt ihr auch schon, die hatte ich auch schon in der Challenge. Da hatte ich ja damals zwei Farben schon geschafft, die und die. Und ihr seht, hier ist ein Hit the Pan in dem Weiß. Und in diesem Grün ist ein Hit the Pan. Das Grün sieht so aus. Mir gefällt die Palette nicht mehr so gut, weil sie jetzt irgendwie anfängt zu krümeln. Aber die Farbabgabe so auf dem Handrücken ist super. Aber wenn ihr die verblendet auf dem Auge, keine Ahnung, hält sie irgendwie nicht mehr. Und dann noch der Weißton. Moment. Da, so ein ganz normaler Weißton. Da habe ich mir überlegt, den werde ich als Blendeton dann nehmen. Weil der doch, ja, der ist nicht so glitzerig und schimmerig. Die sind doch relativ, so ein Semi-Matt ist das. Und den werde ich dann dafür verwenden. Also da möchte ich halt die beiden leer bekommen. Ich hoffe, das wird was. So, dann nehmen wir mal ein Tuch. Moment, und wische das schon mal weg. So, dann machen wir weiter mit Lidschatten. Ich hatte vor ein paar Monaten, das muss letztes Jahr irgendwie gewesen sein, hatte ich ja auch schon meine Aufbrauch-Challenge und da war dieses Quattro drin von, man kann es gar nicht mehr lesen, ich weiß nicht, ich glaube Indigo stand da damals drauf, das ist die Farbe 183,
Und ja, also hier habe ich noch ein bisschen was drin. Das möchte ich halt gerne auf jeden Fall aufbrauchen. Und ich möchte diesen Gelbton hier aufbrauchen. Den hier unten, diesen Champagnerton, kann ich euch, glaube ich, ganz, ganz schwer swatchen. Na, ich probiere mal. So. Also ich denke, für den werde ich nicht mehr allzu lange brauchen. Und dann hier. Aber mir fällt gerade ein, mir fehlt. Nee, mir fehlt nichts. Schon gut. Bin heute leicht verwirrt. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Gelbton. Der sieht so aus. Das ist auf meinem Mittelfinger. Ja. Das sind so eine Alltagsfarbe, ne? Also wenn man mal nicht weiß, was drauf soll, dann einfach die. Ja, da hoffe ich, dass ich die beiden dann auch irgendwie schaffe. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau anstelle. Ich muss mir nochmal ein Tuch nehmen. So, aber ich habe ja Zeit. Ne? Und was nicht alle wird, wird dann halt nicht alle, aber es ist einfach dann schön zu sehen, wenn was alle wird. Genau. So, dann habe ich noch eine kleine Mini-Palette. Da habe ich auch viel, viel rumgewirkt schon. Moment, die ist so ein bisschen krümelig. So, und zwar ist die von der Firma Beauty Woman. Das kriegt man, glaube ich, im Teddy oder so. Das ist so eine. Ja, Palette. Nicht wundern, dass es hier oben glitzert und funkelt. Ich habe so ein. Nee, der ist gerade nicht da. Ich habe so einen Eyeshadow-Stift in so einem Silber und da geht kaum was raus. Und deswegen habe ich damals irgendwie was gebraucht, wo ich das reinschütten kann. Und deswegen ist das da, deswegen glitzert es. Ja, da habt ihr halt so einen Braunton, so einen Champagnerton und dann noch so einen, ich weiß nicht, so einen Rose-Ton. Und da sind halt ordentlich schon Hit the Pans drin. Ne? Also da, das ist der hier, dieser, ja, Rose Gold. Dann dieser, ich weiß nicht, Champagner. Und einmal der Braunton. Mein Nagel ist zu lang. So, da sind die. Ja, ist eigentlich ganz, ganz nett so, die drei. Auch nicht so wirklich auffällig, auch eher was für den Alltag. Ich bin gespannt. Also so begeistert bin ich jetzt von der nicht, aber ist halt. Schon eine, die ist schon ein paar Tage älter und ja, bevor ich jetzt immer wieder neue braune Töne anbreche, kann ich auch die benutzen. So, ich bin gerade dabei, mal das hier ein bisschen sauber zu machen. So, okay. Ja, dann habe ich ein Soft Touch Eyeshadow, also so einen flüssigen hätte ich fast gesagt. Ein Creme-Eyeshadow, ich kam nicht drauf hier. Und wie ihr seht, da ist auch schon ein Hit the Pan drin. Den habe ich heute als Base übrigens verwendet. Sieht man nicht. Sieht man überhaupt nicht. Ja, so sieht der aus. Und der ist voll schön. Ja, mal gucken, was da geht und was da nicht geht. Ich finde, das ist auch so eine Farbe, ist ja eigentlich aus einer Sommer-LE. Aber ich finde, dass der super gut in den Winter passt. Achso, die Beauty Woman hatte keine Farbbezeichnung und das ist die 03 Stand Up and Puddle. Das werdet ihr nicht lesen können, weil mir da was rübergekommen ist. Ja, auf jeden Fall so sieht der aus. Also für mich ist das eher auch so ein ja, Frostblau, hätte ich fast gesagt. Also so ein Winterton irgendwie. Naja, mal gucken, was damit wird. So, dann war es das soweit mit den Eyeshadows. Kommen wir jetzt zu den Augenbrauenstiften. Da habe ich einmal von Basic die Farbe 02. Das ist so ein brauner, da ist auch nicht mehr viel dran, wenn man mal so guckt. Der ist sehr, 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 sehr hart. Also so vom Auftrag, der zeichnet sich nicht schön. Ja, ich muss da echt aufdrücken, dass da was kommt. Deswegen, ich finde den nicht so prima. Deswegen möchte ich ihn loswerden. Und auch den hier, der ist von Rimmel in der Farbe Hazel, das weiß ich noch. Ja, steht auch hier noch 002 Hazel. Der ist auch sehr, sehr, sehr hart. Ja, auch sehr, sehr doll braun. Also sie sind nicht so super geeignet. Bin aber am Überlegen, ob ich ja, die doch mal über die Kerze halte und dann irgendwie fürs V-Zeichnen oder so benutze. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit den beiden irgendwie doch klappt. Ja. Mal gucken, wie weit sie zur Neige gehen. So, dann wartet Mami noch mal kurz hier. Ich wische das nochmal schnell weg. So.
Okay, dann habe ich noch einen Eyeshadow-Stift. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also es sind so Sachen, die besitze ich schon wirklich lange. Das ist von Essence, so ein Eyeshadow-Stift. Die Farbe 03 Cool Blue. Das werdet ihr nicht lesen können, weil das hier irgendwie auf dem Stift draufsteht. Und der ist sehr, sehr cremig. Und den könnte ich mir auch gut als Base vorstellen. Der passt super auch zu dem aus der Wave Goodness. Also die sind sich sehr ähnlich. Ja, mal gucken. Also finde ich echt schön. So, dann habe ich noch einen. Da habe ich gar keinen Deckel mehr zu. Das ist die Elf. Die Elf. Die Elf Cool Breeze. Steht hier. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. So, das ist aus dem Petrolton. Den habe ich heute auf dem oberen Wimpernkranz. Ich meine, ganz cremig und weich sind die und ich finde den auch so schön. Ja, aber ich renne damit ja auch im Winter und so rum. Dann noch einer von Essence. Das war mal die Farbe Go Wild, aber leider sieht man die Farbbezeichnung genau nicht mehr. Das ist so ein Lindgrün. Ja, der ist auch schon relativ klein. So, da ist er. Auch schön. Dann noch einen von Essence. Das ist so ein Graublau. Das ist die Farbe 09 Rockstar. Also der ganz lange ist so ein Graublau. Auch wunderschön. So, und dann haben wir noch einen. Das ist so ein Duo. Das ist so ein Brauner. Auf der braunen Seite ist kaum noch was. Und einmal so ein Heller. Und die Farbe ist die 04 Coffee and Cream. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ja, auf jeden Fall ein so ein heller. Da, auch schön. Und ein so ein brauner. Wartet. So, auch so ein braun. Ja. So. Dann habe ich noch eine Eyeshadow Base von Revive de Loup Young, die ich gerne leer kriegen möchte. Weil ich habe noch ein paar andere, die ich unbedingt ausprobieren will. Und wie ihr seht, da ist auch nicht mehr viel drin. Also ich denke, die werde ich schaffen. So, dann habe ich mir einmal von Garnier Miracle Skin Cream Hautbildverwandler Anti-Age-Pflege. Das ist ja wie so eine getönte Tagescreme. Da sind 50 Milliliter drin und da ist ungefähr noch so viel drin. Deswegen, ich möchte sie jetzt alle machen und mir sie irgendwann nachkaufen, weil ich sie wirklich gut finde. Und auch die Miracle Skin Cream Auge. Wie ihr seht, da habe ich auch schon, bin ich auch schon am Drücken. Da ist auch nicht mehr so viel drin, außer hier unten hin. Wenn das nachher hier unten nicht mehr rausgeht, werde ich die aufschneiden, die Tuben. Und ja, ich finde die echt gut und werde mir die irgendwann auch nachkaufen. Und ich habe mir auch noch ein Make-up rausgesucht und zwar Revive de Loup Natural Lift. Das hattet ihr beim letzten Let's Schmink and Talk gesehen, weil ich dort gesagt hatte, dass ich es leer kriegen möchte. Und das ist die Farbe 01 Light Beige. Ist ein ganz, ganz tolles Make-up, aber ich habe noch so viel rumliegen an Zeugs und ja, es muss erstmal alles leer werden, weil ihr wisst ja, zu Weihnachten löse ich wieder meine Payback-Punkte ein. Na, ich bin jetzt schon so bei knapp 40 Euro. Und dann möchte ich mir natürlich irgendwas holen. Und dann will ich aber davor immer, dass was leer geht, damit ich dann auch, ja, also was Altes leer kriegen, um einen neuen Platz zu schaffen. Und deswegen, ja. Aber das ist ein sehr, sehr tolles Make-up. Kann ich echt nur empfehlen. So. Dann kommen wir zu den Blushes. Ein Blush, den kennt ihr aus meiner letzten Aufbrauch-Challenge. Und was sind The Pen ist größer geworden. Das ist der Multicolor Blush von Catrice in der Farbe 070 Iced Caramel Macchiato. Ja, ich liebe den. Ich liebe, liebe, liebe den. Und ja, wartet. Einmal kurz abwischen. Weil nicht, dass wir die Farben verfälschen. Der ist so wunderbar für den Alltag. Ich weiß nicht, der ist so ganz zart. Also da ist er ganz, ganz zart. Aber ich mag den wirklich. Ich habe den auch jetzt drauf. Der ist halt nicht so bam. Also man kann sich nicht so leicht overblushen damit.
Lippenblush, den habe ich mal von meiner lieben Cindy bekommen, in unserem ersten Tauschpäckchen. Essence Bloom Me Up Blush Stick in der Farbe 02, Blooming Tender. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Mal gucken. Ja, das ist halt so ein Stick und wie ihr seht, der ist noch ein bisschen. Also der ist auch sehr, sehr peachfarben. Ja, und ja, lässt sich gut auftragen, gut verblenden. Ne? Ich habe den jetzt mal verblendet. Der ist auch nicht so auffällig. Also ja, bloß Cremesachen halten sich nicht so toll. Mir ist auch gerade der Blush. Ist ein Flüssigblush, den habe ich mal von Uni irgendwann gekriegt. Der ist mir auch gekippt jetzt. Also den werdet ihr im nächsten Aufgebraucht-Video sehen. Bin ich echt, echt traurig drüber, weil es den nicht mehr gibt. Aber der riecht halt nicht mehr so wie vorher und die Konsistenz hat sich verändert und deswegen, ja. Aber dazu mehr dann im Aufgebraucht-Video. Auf jeden Fall, und weil ich nicht will, dass der mir auch kaputt geht, möchte ich den halt gerne leer machen. So, dann habe ich mich... Moment. Mir fehlt doch was. Moment. Ich hatte nämlich mich für 2 Lippenstifte entschieden. Und einen, den trage ich gerade auf der Lippen. Und zwar ist das der von Essence, der Oh So Matte. Und er ist nämlich in die andere Tasche gewandert. Aus Versehen. So, da ist er. Der ist mir abgebrochen. Da ist noch ein bisschen was. Aber wie ihr seht, sehr unglücklich abgebrochen. Ich benutze ihn jetzt halt noch bis zum Ende. Ich habe mir schon einen von P2 ausgesucht, den ich halt, der so ähnlich ist. Das ist die Farbe 15 Oh So Matte. Ja, wie der Name schon sagt, ist halt matter, ist ein nudefarbener Lippenstift und ja, ich finde den gut für den Alltag. Der wandert jetzt auch dann demnächst in meine Handtasche und dann wird er aufgebraucht. Und dann habe ich mich noch für Superstay 24 Hours Bold Matte von Maybelline entschieden. Den habe ich von meiner Uli. Hat der eine Farbbezeichnung? Nö. Der hat ja auf der einen Seite so ein Teil, damit das halt länger halten soll. Das ist wie so ein Wachsstift. Und auf der anderen Seite halt so ein Lipgloss und in beiden ist halt nicht mehr viel drin. So sieht der Applikator aus und das ist halt auch so eine BAM-Farbe. Aber die kann man, glaube ich, gut kombinieren, wenn man so einen Alltagslook hat. Ja, also so ein Barbie-Rosa. Finde ich echt toll, aber ja. Bevor es mir halt auch hier kippt, weil ich den sehr, sehr oft schon verwendet habe, möchte ich halt, ja, den hatte ich auf meiner Hochzeit getragen, aber ich möchte halt, dass er leer geht, bevor er mir wirklich kippt. So, Mädels, dann kommen wir jetzt noch, und Jungs, habe ich ja mittlerweile auch ein, zwei auf meinem Kanal, die hier mitgucken. Ja, jetzt kommen wir noch zu den Nagellacken, die ich aufbrauchen will. Ich habe mir ein Nagelrad fertig gemacht. Und ja, legen wir los. Moment. Ja, fangen wir gleich mit dem hier an. Das ist ein reiner Glitterlack. Hugs and Kisses Glitter Topper. Das war mal eine Valentinstags-LE. Von Essence ist der. Also ihr seht, der glitzert und der funkelt. Und die Farbe ist 02 Dreams for Sale. Und ich denke nicht, dass ihr das lesen werden könnt, weil das auf weißem Grund ist. Im Geswatcht ist das. Wartet. So, jetzt. Geswatcht ist das dieser hier. Also, das glitzert und funkelt. Den werde ich als Überlack für irgendwas nehmen. Genau. Dann machen wir weiter mit diesem hier. Das ist ein Sparkling Sand Effect. Auch von Essence. Sieht so aus. Auch der glitzert und funkelt. Und ich weiß nicht, ihr könnt das sehen. Also, viel drin ist da nicht mehr. Und die Farbe ist 183 Beamer Lucky Star. Wartet. Ich denke nicht, dass ihr das sehen könnt, aber Beamer Lucky Star ist das auf jeden Fall. Den gibt es auch so nicht mehr. Und das ist dieser hier. Ja. Dann einer von P2. Sandstyle. Ich habe den gleichen mir ja letztes Jahr bei Douglas gekauft und deswegen darf jetzt einer leer gehen. Also ich bin auch schon bis hier.
ungefähr. Ja, also Hälfte ist raus. Das ist die Farbe 020 Love Sum. Man kann es echt nicht mehr lesen. Und der glitzert und funkelt. Der Swatch dazu ist der hier. Also da, wo mein Finger drunter ist. Okay, dann noch einer aus der Hugs and Kisses Reihe. Den habe ich auch schon gut verwendet, wie man sieht. Ja, setzt sich halt alles so komisch jetzt ab und wird halt Zeit. Ist eine wunderschöne Farbe, ist so ein schönes Fliederlila. Und das ist die 03 with X and O's. Lesen könnt. Das sage ich, glaube ich, jetzt bei jedem. Also wer genaue Informationen oder so möchte, der sagt mir einfach Bescheid. Und dann werde ich immer so ein Nail-Design auf Instagram posten, so wie ich es ja jetzt meistens schon mache. Das ist die Farbe. Ich finde die wunderschön. Ja. So, dann noch einen aus der Essence Color and Go Sparkling Scent Effect Reihe. Dieses Schwarz hier. In der Farbe 165, hier ist mein Number. Ich versuche mal, dass ihr das irgendwie. Hier ist mein Number. Und ihr seht so aus. Genau. Und dann haben wir hier noch diesen lila Glitzer Bam. Das ist auch von Essence, das ist Glitter Jewels in der Farbe 11 Party Crasher. Ja, und der ist auch so wunderschön. Ich nutze den super, super gerne. Einfach als ja, für die Nagelspitzen einfach nur. Und ja, ich finde den schön. Und der glitzert und ist lila. Ja, und dann noch ein. Und zwar ist das dann ein Nail Art Crackling Top Coat in der Farbe 01 Crack Me Black. Den habe ich euch jetzt nicht geswatcht, weil das ist einfach ja, ein schwarzer Crackling Lack. Ich habe davon noch einen und da ist nicht mehr so viel drin und deswegen soll der leer werden. Ja, ihr Lieben, das waren so meine Produkte für die Aufbrauch-Challenge. Wie gesagt, die geht jetzt noch bis 17.12. Und ja, am 17.12. werde ich euch dann das Ergebnis präsentieren. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn sich so zwei, drei mit anschließen. Und ja, dann für euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr das dann euch hier anschauen werdet. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid bei eure Foxy.